Er hat steinalt bei der Wiederherstellung der Hardware geholfen. Jetzt fehlt nur noch die Verkabelung. Dann ist das Gefährt startbereit. Er muss den überschüssigen Superfunken durch den richtigen Stecker im System umleiten, damit er nicht für einen kurzen Schluss sorgt. Gizmo ist jedoch unsicher, ob du die Arche wirklich brauchst. Deine Bemühungen, den Baum des Lebens und die Welt zu retten, scheinen sich bezahlt zu machen. Du hast ein gutes Herz, darum wirst du ihn nicht zurücklassen. Doch wenn ihr es beide in der Arche miteinander aushalten wollt, musst du noch an dir arbeiten. Ihr seid in manchen Dingen anderer Meinung. Andere liegen ihm zwar am Herzen, doch da die Arche nur 4 zusätzliche Plätze aufweist, musst du bei der Auswahl besonders wählerisch sein. Hier bietet sich die Gelegenheit, deinem Nächsten zu helfen. In der Arche ist ein Platz frei, falls du ihn aus Dankbarkeit anbietest. Warum? Du brauchst... Soll es... Aber du weißt, dass du... Endlich sehen wir uns mal. Er hat sich diese ganze Sache mit der Arche noch einmal überlegt und wird sich dir nicht anschließen. Er ist nicht sicher, ob alles richtig verkabelt ist. Und außerdem wird er es auf engem Raum nicht lange mit dir aushalten. Gizmo hat immer Zeit für dich. Sag, das war... Nicht so stark ablenken. Dies ist Knalksteinach. Einen härteren Ort findest du nirgends. Rasch. Du da Juan, der Gangamba. Jetzt, wo er weiß, wo er hin muss, fühlt sich Kiesel schon viel besser. Er verspricht, den neuen Plätzen, die du gefunden hast, einen Besuch abzustatten. Kiesel setzt schon zu lange sein Leben aufs Spiel. Es würde ihn beruhigen, wenn du ihm hilfst, eine Lösung zu finden.
Er versteht, dass Leben und Tod hier oben nur ein schmaler Grat trennt. Doch er glaubt, ihn überwinden zu können. Er ist bereit, das Risiko einzugehen. Doch er braucht deine Hilfe, um den Weg zu finden. Wenn du ihm helfen könntest, ein paar Seile zu finden, die stark genug für ihn sind, wäre er dir sehr dankbar. Dank dir dafür, dass du ihn auf seinen eigenen Weg gebracht hast. Kiesel bleibt fürs Erste. Es sei richtig. Nachts wird dich niemand kommen sehen. Nimm Luft nie mehr als gegeben hin.
sehnt man sich nach dem Klang der brechenden Wellen. Und manchmal nicht. Hör nur, wie er brüllt. Hier ist alles infiziert.
Halte deine Ziele für heute im Blick. Es gibt kein Morgen mehr. Ein seltsames Ding, oder? Vielleicht passt dieser Schlüssel. So ist es gut. Los, Tierchen, los!
steckt einen Schlüssel rein. Dies könnte der Anfang vom Ende sein. Von allem. Du hast einen Kreuzweg entdeckt. Entscheidungen, Entscheidungen. Du hast Hoggahum entdeckt. Hier gibt es irgendwo einen Krimskramshändler. Mal sehen. Stimme die Schalter aufeinander ab, damit es klappt. Genauso funktioniert der Funkenbrutzler. Ding und fertig. Das ist zwar nicht genau, was du wolltest, aber dafür ging es schnell. Du musst begreifen, wie ernst die Lage ist, um sie zu beeinflussen. Die Antenne muss in die richtige Reihenfolge zeigen. Nicht alles, was der Guckkasten überträgt, interessiert allen. Aber wenn es das tut, geht es mitten ins Herz. Das ist Bumbunker 4F. Den kann keiner. Einige der Bestien hier unten haben noch nie das Tageslicht gesehen.
Mitten ins Gesicht. Hey, ein Reittier hat kein Getriebe. In diesem alten Haus könntest du ein wenig herumstochern. Du musst den Globus drehen. Das Biest ist verdammt beweglich. Ein hübscher Fund. Jetzt teilst du echte Prügel aus.
Ein Faktorium. Was hier wohl hergestellt wurde? Im Tageslicht ist alles so lebendig. Steinalz sagt, die Zeit ist gekommen, um mit deiner Vergangenheit abzuschließen. Lupa Lupin hält sich immer noch in dem Lager auf, in dem er aufgewachsen ist. Er hofft, dass du dort deine Antworten finden wirst. Ja, Jumaua. Das Dunkel ist zwar Teil deines Wesens, doch du solltest einen kühlen Kopf bewahren, da sich der beste Kämpfer nie vom Zorn hinreißen lässt. Er wird dir den richtigen Weg weisen, doch der Rest liegt an dir. Diesen Teil der Reise musst du alleine zurücklegen. Lupa Lupins Lager war immer schon da, direkt vor deinen Augen am Fuß des Baums. Steinalt hofft, dass du dort deine Antworten und deinen zukünftigen Weg finden wirst. Er weiß, dass er sich wiederholt, doch die Zeit ist gekommen, der Schreckensherrschaft von Lupin ein Ende zu setzen. Du solltest dich dorthin begeben und dem Schicksal ins Auge blicken. Du wirst Lupin gegenübertreten, in einem Kampf ohne Regeln. Komm, Reaper. Er hilft immer gerne. Dolomawawanya. Weißt... Sorgst du dich um die Tonnen von Gestein und Erde über dir? Lupa Lupins Lager war immer schon da, direkt vor deinen Augen am Fuß des Baums.
Könnte sich dieses Ding selbst steuern? Eine Motorschießstation. Immer noch die beste Chance auf Tempo da. Die Antenne muss in die richtige Reihenfolge zeigen. Nur noch ein paar Versuche. Mach bloß nichts falsch. Nicht alles, was der Guckkasten überträgt, interessiert einen. Aber wenn es das tut, geht es mitten ins Herz. Spüre, wie die Nacht dich umschließt. Davon gibt es so einige. Das ist ein Verbindekabel. Ziemlich verwirrend, doch wenn... Du musst die Kabel nach und nach in der richtigen Reihenfolge wieder einstecken, um den entscheidenden ersten Funken zu erzeugen. Schön. In dieser Anordnung sollte genug elektrischer Strom durch die Platine fließen. Let's go.
Eklig. Biogefahr. Scheußlich. Zumindest brennt der Regen nicht so schlimm. Sei hier lieber vorsichtig. Das ist Lupa Lupins Lager. Lupin sagt, er hat lange auf diesen Moment gewartet. Er wollte, dass du hierher kommst und selber siehst, wo alles begonnen hat. Er war noch so klein, als deine Mamu mit ihrer Sippe herkam, um seine Mamu umzubringen. Nur weil sie anders war. Eine Jägerin. In dieser Nacht wurde aus der Jägerin die Gejagte, gefangen ohne einen Ausweg. Deine Mamu zeigte keine Gnade, bloß Rachsucht. Er kann sehen, dass du nicht wie deine Mamu bist. Etwas an dir ist anders. Vielleicht hättest du eine bessere Entscheidung getroffen und sie in Ruhe gelassen. Sie haben ihn zum Waisen gemacht, ihn zurückgelassen. So wurde er ein Außenseiter, ein Sonderling. Seit jener Nacht erlebt er diesen Moment immer wieder. Er sagt, deine Mamu und ihre Anhänger haben etwas begonnen, das nicht ungeschehen gemacht werden kann. Sie haben das Monster geschaffen, zu dem er geworden ist. Er wusste, dass seine Zeit kommt und war geduldig. Er war geduldig und als er von deiner Geburt erfuhr, war ihm klar, wie er anhaltende Rache üben konnte. Aus diesem Grund hat er dich in jener Nacht verschont, als er das Dorf auslöschte und du noch ein Kindling warst. Er wollte, dass du ein Leben lang leidest, so wie er. Darum hat er dich für dein Leben gezeichnet, damit er dich wiedererkennt und du dich irgendwann daran erinnerst, woher du gekommen bist. Über die Jahre wurde sein Hunger unstillbar. Er hat zu Anfang versucht, Vegetarier zu sein. Doch es lag nicht in seinem Wesen. Und verhungern wollte er nicht. Doch er hat nie aus reinem Appetit ein Leben genommen. Es ging immer ums Überleben. Das wahre Ich ist das zu sein, was einen ausmacht. Wenn du tief in dein Wesen blickst, wirst du alles besser verstehen. Die natürliche Auslese tötet die Schwächsten und die Stärksten überleben.
Schicksal ist etwas für die, die zu schwach sind, ihre eigene Bestimmung zu finden. Die Zeit ist gekommen, um dein Schicksal anzunehmen. Schlagtag! Tagsüber ist es schön, draußen zu sein. Ja, Jumaua. Steinalt hat gehört, dass du recht beschäftigt warst. Tamuk Gabamuktab. Er weiß deine bisherigen Taten zu schätzen. Doch leider erfordert seine Freundin Noko im Osten dringend deine Aufmerksamkeit. Ayamuaya. Steinalt sagt, er ist sich über deine Absichten nicht im Klaren, hofft jedoch, dass du Noko unterstützt. Toledrea. Ja, Maulor. Er wird dir den richtigen Weg weisen. Doch Noko zu finden und sie mit allem Nötigen zu versorgen, liegt ganz bei dir.
Das klingt nicht gut. Steinalt hatte recht. Der Hufschnauber muss gestoppt werden. Wunko Wunturbo. Steinalt sagt, Noko ist besorgt, weil der Weltenfresser im Osten immer mehr Unheil anrichtet. Kanuke Noburak. Er erklärt, dass Noko über ein legendäres Reittier verfügt, mit dem sie gegen den Weltenfresser ziehen will. Doch sie benötigt deine Hilfe bei der Vorbereitung. Kanuke Noburak. Steinalt schlägt vor, dass du so schnell wie möglich nach Osten aufbrechen solltest, um Unterstützung zu leisten. Er hilft immer gerne. Sorgst du dich um die Tonnen von Gestein und Erde über dir?